Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 154 von Avorion. Ja, der Thomas Stehler hat geschrieben, dass ich diese Geschichte doch erstmal machen muss mit den Automatikschießen. Habe ich in meinem Hauptschiff schon drin? Genau, ich habe auch wieder voll den Plan vergessen, wie es war, aber wir kommen da gleich nach dem Intro hin, wie das richtig funktioniert. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Wir gehen zu den Geschützen hier, klicken auf eins drauf und sagen dann die. Warte mal, Akzente Laser 1, Elite dreifach. Machen wir mal erstmal diese hier oben. Das sind ja alles die richtigen Waffen, die schießen. So, jetzt. Gehen wir hier mal raus. Jetzt haben wir die alle auf 1 liegen. Ah, okay, guck mal da unten. Die 1 ist da, aber da ist kein Symbol daneben. Das ist nämlich das Problem, was wir gerade haben, oder? Es wird hier jetzt nichts angezeigt. Normalerweise ist doch so eine Maus daneben und so. Stopp, I. So, haben wir denn jetzt was falsch gemacht? Wir haben wahrscheinlich nicht automatisch schießende Waffen, ne? Dreifach. Irgendwo muss das mit der automatisch Schießen ja stehen. Das tut es wahrscheinlich nicht. Kanonierer. Ja, was geht da schief? Also hier haben wir definitiv die Geschützkontrollsysteme. Autogeschützturmslots 1 und hier 2, sind 3. Das hat der Thomas geschrieben, habe ich geguckt. Passt. Wir haben hier noch weitere Dinge. Autogeschützturmslots plus 3 sogar. Also wir sollten definitiv schauen, dass wir das umbauen, weil hier können wir 3 Unbewaffnete nehmen. Da haben wir sogar 2 von da. Autogeschützturmslots 6 an der Zahl. Alles klar, das heißt, wir fliegen jetzt erstmal ein Ausrüstungsdocklob an, ne? Haben wir das hier? Ne, haben wir hier nicht. Ach so, ja, ich hätte letztes Mal gesagt, dass ich hier nach Minen noch suchen wollte, ne? Habe ich natürlich nicht zwischendurch gemacht. Ich sehe jetzt aber auch wirklich nicht welche, ne? Wahrscheinlich sind jetzt hier auch gerade keine da. Minen, sag ich schon, Asteroiden, die man einnehmen kann. Nee, wir suchen jetzt erstmal weiter Richtung... Ach, Quatsch. So und so. Können wir da denn schon sehen, was da drin ist? Nein, können wir nicht. Er richtet sich jetzt aus nach diesem Tor, okay. Schauen wir gerade mal vorbei, ob wir hier irgendwo noch in der Anflugzeit sehen, ob hier irgendwo ein Asteroid ist, aber ich sehe jetzt auch keinen hier. Das ist auch ein viereckiger. Ja, hier ist nichts. So, jetzt kannst du Gas geben, jetzt ist die Bahn frei. Gut, was hat der Thomas noch geschrieben? In meinem Hauptschiff habe ich das auch drin gehabt, genau. Und dann ist, wenn dann im Schiff ein Kapitän ist, ist das dann schwierig, dass die Automatik an- und ausgeschaltet wird. Okay, da müssen wir dann mal schauen. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem Weg in den nächsten Sektor und gucken hoffentlich, dass wir da so einen Ausrüstungsdock haben. Da können wir nämlich die fest eingebauten Geschützkontrollsysteme umbauen. Macht ja Sinn, da ein größeres reinzunehmen vielleicht. Beziehungsweise auch im Ausrüstungsdock zu gucken, was es da für Ware gibt, die wir brauchen. Weil es wäre sinnig, Abbaulaser mit Xanion zu bekommen, ne? Und nächster Schritt ist dann im Endeffekt ja auch, die Waffen dementsprechend umzubauen. Automatikwaffen. Die müssen ja auch Automatik können. So ist das nächste, ne?
Kopfgeldjäger gibt es da in Sektoren, wo man nicht gern gesehen ist, okay. Schauen wir mal, kriegen wir hin, oder? So, gucken wir erstmal hier rein, was hier gibt. Natürlich nichts außer dem Biotop. Aber wenn hier nichts gibt, ne, dann gibt es hier bestimmt aber, sag schon, vielleicht einen Asteroiden, den wir einnehmen können, ne, oder? Ja, sieht noch nicht mal so aus, oder? Ich sehe nicht wirklich da unten was. Das ist keiner. Das ist auch keiner. Es ist auch ein bisschen doof mit dem Rein- und Rausscrollen. Das ist jetzt nicht so prickelnd, finde ich. Was ist das denn jetzt hier? Das ist der Asteroid, den ich angewählt habe, genau. Mal ein bisschen nach links. Nee, hier ist nichts, oder? Nicht wirklich. Und hier ist auch nichts. Da ist das Tor. Ist das da unten einer? Nee. Ah, dann ist hier wohl nichts. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Das sind nur mehrere nebeneinander. Okay. Leider ist hier nichts. Oder ich habe vielleicht auch nicht alles entdeckt oder so. Das kann auch sein, ne? Ja, dann geht die nächste Reise geht dann hier hin. Machen wir das so? Machen wir so. Schauen wir weiter. Da weg. Jetzt fliegt er irgendwo hin. Ah, da unten ist das Tor. Okay. Und das ist der Autopilot. Beim Vorbeiflug können wir noch mal gerade gucken, ob wir da noch einen Asteroiden hier entdecken. Aber sieht nicht so aus, oder? Da ist nirgendwo was bei. Ne, ich sehe da jetzt gerade nichts. Okay, er fliegt in das Tor rein. Tendenziell muss ich sagen, ist es vielleicht besser, wenn ich selber fliege, weil dann geht es doch schneller dahin, weil der ist ja immer hier so mit diesen Stop and Go, ne? Das ist so, wenn du Gas gibst, wieder wegnimmst, Gas gibst, wieder wegnimmst, ziemlich nervig auf der Autobahn am Auto. Ja, okay. Aber kriegen wir jetzt hin. Jetzt dreht er rein. Und dann machen wir den Sprung. Schauen wir mal. Hoffentlich haben wir jetzt einen Sektor, wo was passend dabei ist. Gar nichts. Noch besser. West-Südwest-Tor. Zack, fliegen wir hin. Mache ich aber selber, also bin ich schneller wie dieser Autopilot. Ja. So, sind wir schon drinne. Und gucken wir nach, dass wir da was finden, was wir brauchen. In der Hoffnung. Gucken, ob da mehr los ist. Ein Biotop. Südwesttor.
Irgendwie ist das jetzt nicht das Ding. Aber das ist jetzt hierhin, glaube ich. Und dann können wir weit nach da springen. Vielleicht sollten wir das doch machen. Südwesttor fliegen wir mal an. Vielleicht kriegen wir da links auch ein bisschen was in den Asteroiden zu sehen dabei. Da ist ziemlich neblig hier, ne? Da müssen wir aufpassen. Okay. Na, hier sieht man natürlich nicht ganz so viel, ne? Okay, da ist das Tor schon. Dann fliegen wir da mal rein. Haben jetzt natürlich nicht so viel mitgenommen, wie erwartet. Aber, naja, da war sowieso schlecht zu sehen bei dem Nebel. Ob da jetzt ein Asteroid bei war oder nicht, ist fraglich. Aber vielleicht war einer bei und dann haben wir ihn verloren. Oder nicht genommen, sagen wir es so. Ja, komm schon. Einmal bitte weiterspringen. Hier sieht es ja schon mal besser aus, oder? Aber ist nicht das Passende dabei, so ein Shit. Aber jetzt können wir den weiten Sprung machen, auf jeden Fall Richtung Westen. Da ist das Westtor. Schauen wir mal. Ist da ein Asteroid gerade gewesen? Das war nicht so dolle, da gerade vorzuschießen. Der ist es nicht, wo ich gerade hinpacke, aber... Ne, ist wohl doch nicht. Ne. Okay, dann weiter zum Tor. Okay, gerade mal so geschafft, nicht reinzuknallen. So, Glück gehabt. Wie kommen wir aus dem Tor jetzt raus? Seitlich oder doch immer mittig gerade weg, 90 Grad Winkel? Gute Frage, ne? Ja, immer 90 Grad Winkel, alles klar. Kurz geguckt. Ressourcendepot, Reparaturdock. Ich glaube, da können wir auch hinfliegen, ne? Oder? Wo ist das Dock? Da ist es. 25 weg. Weiß gar nicht, ob das da auch geht. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Nee, geht gar nicht beim Reparaturdock, oder? Nee, geht nur beim Ausrüstungsdock. Ich dachte, das würde beim Reparaturdock auch gehen. Dem war wohl nicht so. Hier sieht man so ein bisschen gut die Asteroiden, ne? Aber da ist auch keiner, glaube ich, bei. Okay, dann nicht. Dann nicht. Tja, ich glaube, wir springen mal hier hin. Doch, da unten ist die Ausrüstung. Richtung. Ich kürze mal ab, indem ich nicht
direkt hinfliege, sondern, ne? Sprung wird immer noch berechnet. Meine Güte, wie lange dauert es denn? Wollte gerade sagen. Okay. Schauen wir mal, dass wir das jetzt erreichen. Avorion spricht man Avorion aus. Ja, denke ich schon, ne? Tja. Neuer Sektor, neues Glück. Gar nichts da. Shit. Das ist jetzt so ein bisschen doof, ne? Was ist das für ein Tor? Osttor, ne. Osttor will ich nicht. Geht's dahin? Die Tore haben wir hier. Süd, Südwest, Osttor. Also das nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. So wie ich es mir vorgestellt habe, hat es jetzt gerade nicht geklappt. Aber wir kriegen das noch hin in der nächsten Folge dann halt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.